Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Niho. Ich drücke mal den falschen Knopf. Ich gewöhne mich noch an die Steuerung. Aha. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Okay. Da war wohl irgendwas, was versucht hat zu fliehen. Die Leiter komme ich so nicht rauf. Wir haben leider nicht so was wie Springen. Ja, das war super. Okay, wir können also nicht schwimmen. Wir sind Pirat. Ja, zu hoher See gefahren. Nice. Oh. Oh, unser Hundi liegt da. Wie geil. Wir müssen den wieder einsammeln. Oh Gott. Jetzt muss ich auch noch aufpassen, dass ich den Hundi nicht verliere. Okay, das Loot scheint hier jetzt, random zu spawnen, hätte ich fast gesagt. So, ohne ein festes Ding zu spawnen. Okay, hier kann ich lang laufen, bevor wir ins Dorf gehen, hätte ich gerne hier auch mal geguckt. So, wenn das Loot immer wieder anders spawnt, finde ich das persönlich ganz geil. Das macht immer so ein bisschen Abwechslung. Was ist das? Blutiges Grab, Isuk der Ziegel. Rückkehrer bekämpfen, Stufe 3. Let's try it. Er ist ertrunken. Oh. Okay. Isuke. Ja, Mann. Nimm das Ziegel. Was mit Isuke dem Ziel? Wer bist du? Okay, das sind Feinde. Wir müssen also auch die normalen Krieger bekämpfen. Okay, ich habe keine. Warte mal, ich habe auch keine Ausdauer mehr, Junge. Aber dafür hat es gereicht. So, der lässt natürlich keinen Loot. Und wen haben wir hier? Das ist wie eine normale Dorfperson, kein Krieger. Ja, das war eine normale Dorfperson und kein Krieger. Das heißt, hier ist ordentlich Scheiß abgegangen. Das finden wir als alter Pirat nicht geil. Unser Schiff da hinten sieht mega stylisch aus. Ich mag diese Geisterpiratenschiffe sehr sogar. Okay, wir rüsten uns einmal aus. Na, Kopfbedeckung haben wir nicht. Da haben wir das gute alte Matrosenhemd, Armschutz. 9. Nehmen wir mal den. Ausrüstungsgewicht, okay. Das finde ich noch okay. So Boots. Bam. Ja. Nee, da sind wir noch beweglich genug. Ich will nachher bloß nicht zu schwer werden, weil ich denke, das wird Konsequenzen unter Umständen haben wie bei einem anderen Spiel. Beeinflusst Leben und die Widerstandskraft gegen Gift und Lähmung. Beeinflusst die hauptsächlich betroffen Waffenschwerter, Bögen, hauptsächlich betroffen Waffenspeere. So beeinflusst Leben und das Gewicht, das du tragen kannst. Hauptsächlich betroffen Waffenkanonen. Stärke, erforderliche Menge, um Sondereffekte, schwere Waffenrüstung zu aktivieren. Hauptsächlich betroffen Waffenextra, also wir bräuchten Stärke oder Herz, Fähigkeit. Erforderliche Menge, um Sondereffekte, komplexe Waffen und Rüstung zu aktivieren. Für Doppelschwerter und Schusswaffen. Was ist das? Geschicklichkeit? Ja, Volo. Bestimmt die Wirkung, Kapazität deines Ninjutsus, entschuldigt, wäre eigentlich auch ganz praktisch, denke ich. Magie. Bestimmt die Wirkung und Kapazität der Onmyo-Magie. Und Geist beeinflusst die Stärke deines Schutzgeistes. Ich denke, wir machen als erstes mal auf Herz. Jawohl. Denn bisher haben wir nur das Katana.
Und damit will ich auch weiterhin abgehen. Hier, guck mal, hier vorne liegt übrigens der kleine Wolf rum. Ist voll knuffig. So, dann gucken wir uns jetzt mal ein bisschen in das Dorf hier um. Jedenfalls am Anfang des kleinen Fischerdorfs. Okay, da hinten sehe ich schon wieder so einen ekelhaften Jungen rumsiechen. Scheiß hässlichen Krieger, Jungs. Dorf abschlachten, weißt du, sind wir die richtigen. Komm her, Jungs. Ich glaube, dem haben wir gerade den Kopf abgetrennt. Ich kratze mich Katze an der Nase und muss feststellen, dass mit dem Kopf abtrennen. Was ist denn? Das habe ich nicht kommen sehen, um ehrlich zu sein. So, ich weiß bloß nicht, ob auch geile Items da drin sein können. Ich möchte so nach meinem Dorfjunge hier. Alle weglaufen sollen. Ich bin gespannt, was wir noch sehen werden. Was hier so an Gegner Rhinos ist, vor denen die weglaufen. Und was ich halt sehr sagen muss, was mir sehr an dem Spiel gefällt, dass es sehr, sehr schnell ist. Von dem Entwickler habe ich jetzt nichts anderes erwartet, denn die haben auch in der Vergangenheit halt normale, geile Spiele gemacht, wo du dir auf die Fresse haust. Und daher habe ich das echt erwartet, aber das spielt sich so unglaublich gut, muss ich sagen. Er tötet den Bastard. Leider hat er es nicht geschafft. Aber ich werde es schaffen, Junge. Bam, Junge, ab mit dem Kopf. Du kannst mal die Axt droppen, wenn ich mit dir fertig bin. Keine Axt für mich. Ach so, ich glaube, die hinterlassen noch so ein bisschen Money. Okay, hier haben die wohl eine Truhe geplündert, die kleinen Penner. So, ich werde natürlich jetzt nicht wegen jedem bisschen Ausrüstung, das wir finden, immer gleich wieder ins Inventar huschen und das anpassen. Was haben wir hier? Ah, leider auch wieder eine Leiche. Ich glaube, das ist für den Kopf. Oder das kleine Ninja-Zeichen, also das kleine Samurai-Fußhütter. Oh, ist der süß? Der haben wir mal zu seiner Rückkehr gezwungen hier. Was soll denn das? Ja, bitte. Spawnen die Gegner hier wieder? Ach so, ich war ja beten, ne? Ja, Mann! Okay, der hinterlässt nur Kleingeld. Aber die kleinen Banditen haben es ihnen leider nicht anders verdient. Das arme kleine Fischervolk, weißt du, dass es richtig schwer hat im Leben? Und das bringen die dann auch noch um. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Das muss ich sagen. Noch was? Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh! Verdammter Lanzenjunge. Also das hier wegzulanzen. Vielleicht erinnere ich mal die Haltung auf ein bisschen schwerere Angriffe hier. Und ich gehe ein Stück zurück. Ich will gucken, ob wir sogar schon wie Medizin eingesammelt haben. Elixir. Heilendes Wasser, kleinen Stein. Was macht denn das? Hoppla, das Elixir. Die sofort nach der Einnahme Gesundheit wiederherstellt. Okay. Dann ist das wohl das, was wir gerade so haben. Gut zu wissen. Haben wir noch nur noch Kehrer? Hm.
Danke für den Stein, Junge. Alter, der war hier bestimmt fett bei der Feldarbeit. So, das gefällt mir. Neue Nahkampfwaffe, die zweite. Aber es sind wir ein Stück flinker. Geschwindigkeit wird uns, glaube ich, ein bisschen mehr den Arsch retten. Ja, ich gucke hier mal ein bisschen nach versteckten Sachen. Ich glaube, hier geht es sogar weiter. Auch wieder eine Rückkehrer. Wo kommt der her? Der hat Damage gemacht. Ach, Alter, hier ist echt viel zu erkunden. Das ist ein bisschen scheiße. Ah, es gibt hier, die Welt ist wieder so offen und groß, dass ich nie genau weiß, wo ich eigentlich als erstes anfangen soll. Blutiges Katzenpanguko. Oh! Oh, Alter. Der Typ mich einfach abgeschlachtet. Der ist ganz schön hart. Stufe 5, weißt du Bescheid. Stufe 5 ist vielleicht doch schon etwas zu hart für mich. Der ging ab. Ich muss sagen, ich bin aber auch nicht der Beste, was das Spiel bisher angeht. Von daher bin ich auch nicht verwunderlich, dass wir auf den Sack kriegen. Jut, jut, kämpfen uns einfach nochmal fix durch. Na, das ist so geil, Alter. Ein bisschen entspannter spielen, glaube ich. Eben lief es, der Anfang war immerhin schon mal gut. Ich muss unbedingt den hier machen. Das wird noch besser. Ich verspreche es, im Laufe des Let's Plays wird das auf jeden Fall besser werden. So, den Illen-Chiller lassen wir da unten mal Ill-Chillen. Ich bin ja schon froh, wenn ich es jetzt irgendwie mal durchschaffe. So. Okay. Das sieht doch schon mal wesentlich besser. Der Rückkehrer kann auch erstmal ein nicht zurückgekehrter bleiben.
Nice. Ah, Grab berühren. Huiuiuiui. Alter, das Spiel ist gar nicht so einfach. Das finde ich, kann man ruhig mal sagen. Ah, das ist ein Krähenschrei. Ich habe mir gerade überlegt, was das so schreit. Datenspeer, kann ich hier kurz mal. Oh, nice. So. Jetzt ein bisschen mit besser Rüstung. Medizin wäre übrigens nicht mal nicht verkehrt, Jungs. Okay, der hinterlässt hier nichts. Haben wir den da hinten kaputtgeschlagen? Da ist das hier jemand? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Nur Besucher. Geisterstein, das ist ganz nett. Achso, guck mal, wir können unseren Hundi sogar aktivieren. Unter den Umständen. Machen wir mal den hier. Wums, Alter! Vater, hast du das gesehen, Junge? So geht das ab, wenn du den Hundi aktivierst. Das war schon sehr nice. Und wir haben sogar einen lila Gegenstand gefunden. Ich glaube, der ist deutlich besser. Ja, der ist sogar leichter und hat bessere Werte. Was haben wir hier noch? Das Ushigatana noch? Ja gut, die Speere sind jetzt nicht so wichtig. Sag ich mal so. Wenn wir im Jugendlichen leicht sind. Guck mal, da oben ist das Haus, das ist, oh! Das Grabfürsten hier. Oh Gott. Maximale Vertrautheit mit dem Ushigatana erreicht. Das hat bestimmt auch noch. Oh Gott. Ein bisschen auf unsere Key hier achten. Zack. Oh, geil, ich hab Elixier. Nice. Ein Stück. Ein Beutel. Blutiges Grab. Tarot, der Mutige. Stufe 6. Der Metzelt ist weg. Prionuske, der Laute. Stufe 5. Den können wir sogar vielleicht noch schaffen. Das ist mir eigentlich zu riskant. Ja, ich komm später wieder. Hat er lauern die kleinen Cracknoten da hinten um die Ecke. Oh! Oh, Vater! Oh, warte mal. Haha, schleifig. So. Horukuta. Was auch immer das ist. Das erfahren wir aber alles in der nächsten Folge. Ich begebe mich jetzt mit Absicht mal weiter zurück. Zack, 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 zack. Guck mal, was für ein Speed wir hier haben. Mega nice. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Macht sehr viel Spaß, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt... Oh, nice. Noch ein Elixier. Von meinem Kommentar her so wirkt, aber das Spiel ist sehr, sehr geil. Ist wieder schön herausfordernd. Und ein Schuss Munition. Nice, nimm's doch mal mit.
So, und an der Stelle hier gehen wir wieder über in den Endscreen. Vielen Dank, dass ihr auch diese Folge wieder zugesehen habt. Wie gerade schon erwähnt, das Spiel ist bisher ungelogen, macht das sehr viel Spaß, weil das Kampfsystem einfach so super schnell ist und auch die Gegner nicht einfach so easy peasy sind, sondern schon so ein Stück härter. Das ist alles eigentlich sehr geil, auch uneigentlich sehr geil. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.